Moin moin, es ist Zeit für mein erstes Neuzugänge-Video im Jahr 2021. Das heißt, alle Bücher, die vom Januar bis März, also bis jetzt 2021 bei mir eingezogen sind, möchte ich euch jetzt vorstellen. Und ich muss sagen, dass ich mit der Menge und natürlich auch der Auswahl der Bücher sehr zufrieden bin, denn es sind tatsächlich nur 10 an der Zahl für alle 3 Monate zusammen. Und ja, 10 habe ich auch schon mal in einem Monat zusammen geshoppt. Und ich habe mir ja vorgenommen, für dieses Jahr ein bisschen bewusster, ein bisschen achtsamer Bücher einzukaufen. Ich will es mir nicht verbieten, denn es macht einfach zu viel Spaß und zu viel Freude, neue Bücher einzukaufen. Aber ich will sie halt so bewusst einkaufen, dass ich sie dann auch zeitlich dann auch nah lesen kann und dass es nicht übermäßig viel sind, dass ich die eh nicht in nächster Zeit lesen kann. Und ja, so habe ich es tatsächlich bisher auch umgesetzt, so dass ich mein anderes Ziel, meine ungelesenen Bücher hier zu Hause zu verringern, tatsächlich auch schon umsetzen konnte. Zwar immer nur in kleinen Babyschritten, aber das ist okay so. Ja, also die 10 Bücher möchte ich euch vorstellen. Es ist allerdings so, dadurch, dass ich die Bücher, wie ich es mir ja vorgenommen habe, relativ schnell nach dem Kauf oder nachdem die Bücher eingezogen sind, auch gelesen habe, habe ich euch die Bücher auch schon in gewissen Videos gezeigt. Da habe ich natürlich schon überlegt, bringt es das jetzt überhaupt noch, jetzt im Neuzugänge-Video euch die Bücher nochmal zu zeigen? Und dann habe ich überlegt, ob ich euch vielleicht nur die neueren Bücher zeige, die jetzt kürzlich bei mir eingezogen sind und wenn überhaupt nur einmal irgendwo in einem Video vorgekommen sind. Aber da springt dann mein innerer Monk an. Also ich brauche das dann irgendwie vollständig. Und deswegen nehme ich die Bücher aus dem Januar und Februar auf jeden Fall auch noch mit rein, wenn ich es vielleicht ein bisschen kürzer gefasst mache und dann die Bücher, über die ich noch nicht so viel gesprochen habe, vielleicht ein bisschen länger rede. Das kann ich mir alles vornehmen, aber ich weiß, ich kann mich eh nicht so gut kurz halten. Deswegen, ich mache jetzt einfach der Vollständigkeit halber alle Bücher, die jetzt eingezogen sind, und wir fangen jetzt mit dem Januar an. Da ist ein Buch bei mir eingezogen, was ich erst in einer gekürzten Form gelesen habe, dann erst herausgefunden habe, dass es gekürzt ist, und da ich das so gut fand, wollte ich es gerne ungekürzt hier stehen haben und habe mir dann eine Ausgabe rausgesucht, die ungekürzt ist und zusätzlich auch noch sehr, sehr schön ist. Und zwar sind das die Tagebücher von Robert Falcon Scott, Kapitän Scott, der hier das Abenteuer schildert um die Entdeckung des Südpols, wie er sich ja im Grunde ein Wettrennen mit den Norwegern geliefert hat und leider gegen die Norweger, gegen Amundsen verloren hat. Er hat zwar den Südpol erreicht, aber als Zweiter, und dann kommt noch dazu, dass sie auf den Rückweg ein dramatisches Ende gefunden hat, die Expedition. Und das Ganze ist wunderbar geschrieben. Tagebücher sind ja eh immer sehr, sehr eindringlich. Und dadurch, dass man weiß, dass das echte Tagebücher sind und dass das wirklich passiert ist, ist das natürlich umso, ja, erschütternder, das zu lesen. Es ist sehr, sehr eisig, und was man alles bedenken muss bei so einer Expedition an den Südpol, ist schon, ja, sehr, sehr beachtlich und eine sehr, sehr extreme Erfahrung. Und ja, ich habe euch ja in meinem Video über eisige Abenteuer mehrere solcher Bücher vorgestellt, zusammen mit dem lieben Thorsten vom Kanal Toto Liest, und da war dieses Buch eben auch dabei. Ja, das Buch ist, wie gesagt, vollständig. Die unvollständige Variante habe ich dann an Toto weitergegeben, ob er die vielleicht haben möchte, weil doppelt brauche ich es jetzt nicht. Und es war ja, obwohl es gekürzt war, war es ja trotzdem gut zu lesen, aber ich wollte schon alles dabei haben. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum man das kürzen muss, weil so dick ist jetzt das auch nicht. Also es sind die Tagebücher von 1910 bis 1912, wirklich sehr eindrücklich. Und ja, ich bekomme jetzt schon wieder Lust, da einzutauchen, und ich denke mal, wenn es wieder in diesem Jahr Richtung Winter geht, Richtung kälterer Jahreszeit, dann werde ich mich wieder diesem Thema widmen. Jetzt kommt ja aber erstmal der Frühling, der Sommer und dann der Herbst, und da werde ich
nochmal zu anderen Büchern greifen, aber die Zeit wird wiederkommen und bis dahin wird es hier warten und andere sind ja auch noch auf meiner Wunschliste. Da habe ich noch ein bisschen Pulver zu verschießen. Sagt man das so? Keine Ahnung. Das nächste Buch habe ich mir für eine Leserunde jetzt im März gekauft und zwar eine Leserunde mit der lieben Anja von dem Kanal Book Friends Forever. Und dieses Buch ist wirklich sehr umstritten. Also einige lieben es, andere zerreißen es total und nennen es gefährlich. Und da ist man natürlich neugierig, wo man sich selbst befindet. Ich habe mich zwar vorher vor dem Lesen von den ganzen Rezensionen ferngehalten, aber habe natürlich trotzdem so die Stimmung gespürt, dass da sehr, sehr verschiedene Meinungen dabei sind. Ich spreche von Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ich habe von Matt Haig Ich und die Menschen damals gehört und auch ein paar Kinderbücher von ihm gelesen und mochte seine Bücher da schon sehr. Und hier einfach in Kombination, dass ich mich auf seine Schreibweise freue mit dieser Idee, die hier eingebunden wird, hat mich das doch sehr interessiert. Obwohl ich es fast schon wieder blöd fand, dass es irgendwie jeder liest im Moment. Das schreckt mich ja immer so ein bisschen an, wenn das zu sehr gehypt wird. Aber dadurch, dass es so umstritten ist, wollte man natürlich wissen, wo dann der Knackpunkt ist und warum das so umstritten ist. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, in den Neuzugänge-Video so sehr auf die Kritikpunkte einzugehen, denn ich habe es ja jetzt im März gelesen und der Lesemonat steht auch vor der Tür. Das heißt, da möchte ich gerne auf die Kritikpunkte und auf meine Meinung viel näher eingehen. Ich kann euch nur sagen, dass mich die Leserunde mit Anja und auch noch einer lieben weiteren Dame, der lieben Christina, die sich uns noch angeschlossen hat, die das Buch zwar schon gehört hatte, aber noch ein bisschen unsere Meinung mit anhören wollte, dass mich diese Leserunde wirklich sehr glücklich gemacht hat und mir sehr viel Freude bereitet hat. Und ich diese Idee dieses Buches auf jeden Fall klasse fand. Es geht um Nora, die sich umgebracht hat, die sich selbst umgebracht hat, weil sie einfach unglücklich war in ihrem Leben und sie wacht in einer Art Zwischenwelt auf in einer Bibliothek und zwar ist es ihre eigene Bibliothek und die Bücher stehen für all die Leben, die sie hätte haben können, wenn sie sich in ganz bestimmten Dingen anders entschieden hätte in ihrem Leben. Und ihr steht es jetzt offen, in diese Leben hineinzuschnuppern zu können und sich ein Leben auszusuchen, was ihr vielleicht besser passen könnte. Was hat sie bereut in ihrem Leben? Was würde sie anders entscheiden? Und wie sehe ihr Leben dann aus? Und ja, darum geht es im Grunde, uns mit Nora durch diese Leben zu schlängeln und zu schauen, was das mit ihr macht und ob sie sich vielleicht irgendwann für ein Leben entscheidet, dass ihr besser gefällt als ihr altes oder ja, ob sie eigentlich diese Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, gar nicht bereut und vielleicht wieder da hineinfällt. Es geht natürlich auch so ein bisschen um Depressionen, Sachen zu bereuen und da kommt man natürlich auch selbst so ein bisschen ins Grübeln und überdenkt so sein eigenes Leben. Aber jetzt gehe ich schon wieder so ein bisschen in die in die Besprechung des Buches, das möchte ich nicht. Ich werde jetzt noch nicht verraten, wie es mir gefallen hat und was ich für Kritikpunkte hatte und vielleicht versuche ich dann auch im Lesemonat noch ein bisschen auf andere Meinungen einzugehen und meine Sicht der Dinge darzustellen, weil da herrschen einfach so ganz grundverschiedene Meinungen und da möchte ich mich versuchen auch zu platzieren. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich mir da ein bisschen Notizen machen möchte und da habe ich dann immer so einen gewissen Anspruch an mich selbst, wie das denn auszusehen hat. Und da kann es sein, dass ich dann längere Zeit vor der Kamera sitze, bis ich zufrieden bin mit den Worten, die ich zu diesem Buch finde, ob man dann die richtigen Worte gefunden hat. Aber das ist zum Glück jetzt nicht der Fall. Jetzt geht es ja erstmal nur um die Neuzugänge. Ja, und dann habe ich noch eine Reihe beendet im Januar. Und zwar war ja auch ein weiteres Vorhaben im Jahr 2021 Reihen zu beenden. Und da habe ich mir die Kinderbuchreihe Mr. Gum vorgenommen.
Da habe ich mir Band 6, 7 und 9 gekauft. Band 8 ist leider vergriffen. Das gibt es nicht mehr neu. Das muss ich mir irgendwann gebraucht holen. Allerdings habe ich das dann als Hörbuch gehört. Ich habe es dann wirklich im Anschluss direkt angefangen zu lesen. Und die lassen sich ja auch wirklich an einem Nachmittag in 2 Stunden mal eben so weglesen. Teilweise eben habe ich es auch gehört, weil es gesprochen wird von Harry Rowohlt. Und ich liebe den Sprecher einfach. Der macht das einfach so toll. Dieses skurrile, verrückte Art und Weise, wie diese Bücher geschrieben worden sind, bringt er einfach ganz, ganz toll rüber. Allerdings sind die Hörbücher halt gekürzt und das hat mich dann doch wieder so gestört, dass ich dann lieber doch wieder gelesen habe. Da bekommt man auch die Wortspiele und Wortwitze von Andy Stanton, der der Autor ist dieser Reihe, auch viel besser mit. Ja, Mr. Gumm ist ein böser Mensch und er mag alles, was dreckig, was ungehobelt und was böse ist. Und er hat natürlich aber auch seine Gegner, nämlich ein Mädchen namens Polly, ein Hund namens Jakob und ein älterer, schrulliger Herr namens Herr Freitag. Und ja, die versuchen halt immer, seine bösen Taten aufzudecken und manchmal liegt da die Oberhand und manchmal bei den Guten. Aber sowohl die bösen Charaktere hier als auch die Guten haben irgendwie so ihre Ecken und Kanten und deswegen kann man darüber super lachen. Es ist halt so ein bisschen verschroben und ein bisschen albern und man muss sich da so ein bisschen, vielleicht muss man da sich ein bisschen drauf einlassen, aber mein Humorzentrum hat das sofort von Anfang an getroffen gehabt, seit dem ersten Band. Und deswegen wollte ich die Reihe auf jeden Fall beenden. Und das habe ich dann mit Band 9 dann auch getan. Einige fand ich besser, einige schlechter. Mr. Gumm und der fettige Ingo, obwohl ich dieses Cover wirklich grauenvoll finde und den Titel auch, das war tatsächlich von diesen 4, also inklusive dem Hörbuch, was ich jetzt hier nicht hochzeige, fand ich das tatsächlich am besten. Dann habe ich Mr. Gumm und der sprechende Kirschbaum. Und Mr. Gumm und das geheime Geheimversteck ist dann Band 8. Und Band 9 ist Mr. Gumm und der schauerliche Hund von Bad Lamonisch. Ja, da habe ich ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, immer mal wieder von geschwärmt, dass ich das auch den Walter Mörs-Fans ans Herz legen kann, weil es eben auch so viele Wortspiele und Wortneuschöpfungen und so lustig geschrieben ist. Natürlich ist das nicht ganz so episch wie die Zamonien-Reihe und auch für Kinder geschrieben, aber ich finde, manche Witze kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jedes Kind so verstehen würde. Deswegen sind da alberne Witze sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bei. Ja, das waren die Neuzugänge aus dem Januar und das waren auch die meisten. Da waren das ja jetzt 4. Waren das 4? Ja, nee. 5. Ist nicht so ganz einfach, ne, so rechnen. Wir kommen jetzt zum Februar und da sind es jetzt 3 Neuzugänge, die eingezogen sind. Das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar, was ich euch bereits in einer Videorezension vorgestellt habe, und zwar das Koboltikum von Christian von Aster geschrieben und Holger Much illustriert. Das Buch ist im Edition Roter Drache Verlag erschienen und da habe ich es auch als Rezensionsexemplar her erhalten. Das kleine Schmuckstück ist gefüllt mit Geschichten über Gnome, Kobolde und andere kleine Völker, teilweise in Reim- und Versform vorgetragen und teilweise in Prosaform, ganz kurze Geschichten, manchmal nur 10 Seiten lang oder sogar noch kürzer. Und das Buch kommt auch mit Hörbuch daher, also man kann es dann gleichzeitig auch hören und lesen und sich die schönen Illustrationen dazu anschauen. Gelesen wird es vom Autor selbst und ja, wie es mir gefallen hat und was meine Lieblingsgeschichte war, das erzähle ich euch in der Rezension. Das gesamte Buch ist inhaltlich sowie optisch sehr gut durchdacht, thematisch total abgestimmt und abgerundet. Und ja, schaut gerne in meine Rezension dazu rein. Es ist wirklich was Besonderes. Ebenfalls in einer Rezension bereits vorgestellt habe ich Die stillen Gefährten von Laura Purcell, eine viktorianische Geistergeschichte aus dem Fester Verlag, auch ein Rezensionsexemplar.
Exemplar. Und da habe ich euch ja auch schon öfter von der Optik vorgeschwärmt und davon, dass es genau meinem Beuteschema entspricht, weil es eben klassische Schauerliteratur ist. Obwohl das Buch modern ist, also kein Klassiker, geht es aber genau in diese klassische Schauerliteratur-Schiene hinein. Das ist eben kein Splatter, nicht zu viel Action, sondern es geht hier viel um die Atmosphäre und es ist eben auch historisch und das hat mir sehr gut gefallen. Wir treffen hier auf Elsie, die in ein neues Heim ziehen soll, zusammen mit ihrem frisch verheirateten Mann, der allerdings kurz nach ihrer Heirat verstirbt. Er sollte eigentlich ja das Gutshaus, was sie denn bewohnen sollten, herrichten und alles organisieren, aber vor Ort stirbt der an mysteriösen Bedingungen und Elsie kehrt aber trotzdem dort ein. Sie ist mittlerweile schwanger und ihre einzige Begleiterin ist eine etwas, ja, einfältige, so wie sie das denkt, Cousine ihres verstorbenen Mannes. Und als sie dort ankommt, ist alles total heruntergekommen, verstaubt und sie möchte erstmal alles so herrichten, dass es sicher und ein schönes Heim ist für ihr zukünftiges Kind. Aber es steht hier vieles im Wege, unter anderem seltsame Geräusche vom Dachboden, der verschlossen ist, der Schlüssel fehlt, aber irgendwie schafft sie es doch, dort einzudringen und findet dort Tagebücher, alte Möbel von den vorherigen Bewohnern dieses Hauses, also die Vorfahren von ihrem Mann, aber auch seltsame Holzgestalten, Holzaufsteller, die sehr, sehr unheimlich sind, weil die ein sehr lebensecht anstarren und obwohl das nur ja 2D-Zeichnungen auf Holz sind, scheinen die einen irgendwie zu verfolgen und es tauchen immer mehr davon auf im Haus. Ja, und wir lesen gleichzeitig auch noch aus den Tagebüchern von einem weiteren Strang aus der Vergangenheit, 200 Jahre vorher, die ersten Bewohner des Hauses. Ja, und wie das zusammenhängt, das muss man hier lesen. Eben typische Schauerliteratur, knarzende Geräusche, sich öffnende Türen und es gibt allerdings auch ein paar Schockmomente und ein paar kleine Ekelmomente sind auch dabei, die sind aber jetzt nichts, wo das jetzt ganz detailreich beschrieben wird. Also es ist durchaus auch ein bisschen etwas für schwachere Nerven. Aber ich hatte auch bei manchen Szenen so meine Gänsehaut. Ich hatte 1, 2 Kritikpunkte daran und die erkläre ich euch dann in der Rezension und was man noch alles so zum Inhalt sagen kann. Da gehe ich noch ein bisschen näher drauf ein. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ich freue mich, dass das Buch nicht nur von außen schön ist, sondern dass es auch mich von innen her hauptsächlich überzeugen kann, so kann dieses Schmuckstück weiterhin mein Bücherregal zieren und muss nicht aussortiert werden. Ja, und jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich noch nicht ganz so häufig oder noch gar nicht gezeigt habe. Das nächste Buch habe ich auch noch nicht gelesen, die nächsten 3 Bücher habe ich noch nicht gelesen. Und das Buch, was ich euch jetzt zeige, ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem Verlag Edition Roter Drache, genauso wie das Koboltikum. Und das habe ich, glaube ich, im Vlog einmal kurz gezeigt. Da ist es als Päckchen angekommen und da habe ich schnell ja ein spontanes Unpacking gedreht. Aber die den Vlog noch nicht gesehen haben, die sollten dieses Buch bei mir noch gar nicht auf dem Kanal gesehen haben. Und zwar ist das König und Meister von Theresa Hanek. Ich finde auch hier das Cover unglaublich ansprechend, natürlich ein bisschen morbide durch dieses Skelett und auch so diese Äste, die sehen schon so ein bisschen gruselig aus. Diese rote Sonne, wo scheinbar irgendwie Reifen durchgefahren sind und Spuren hinterlassen haben. Also es hat schon was und ist schon auf jeden Fall schön aufgemacht. Und es steht drauf, dass es ein Mystery-Thriller ist und dass es kein normaler Thriller ist. Das merkt man schon beim Klappentext, denn der klingt schon so ein bisschen skurril und ich weiß immer noch nicht so richtig, wohin dieses Buch überhaupt mit mir will. Ich war auch von Anfang an immer so ein bisschen skeptisch, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das Buch einordnen soll. Aber mir ist das nie aus den Kopf gegangen. Ich bin immer wieder drüber gestolpert und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, jetzt fragst du es als Rezensionsexemplar an. Es ist halt eben auch eine Neuerscheinung, die ist noch nicht so alt. Und ich lese euch einmal ganz kurz den Klappentext vor, der ist wirklich nicht lang.
Ada König will herausfinden, was diese wichtige Sache ist, die ihr Vater ihr erzählen wollte, kurz bevor er das Lenkrad herumriss und die Welt ins Chaos stürzte. Was hat es mit dem verbrannten Mann auf sich, der Ada seit dem Autounfall verfolgt? Und wieso träumt sie von Else, der alten Frau aus dem Dorf, die sich an nichts erinnert und doch nie vergisst, die Walnüsse aufzusammeln, die der Meister im Garten des Königs fallen lässt? Ja, also es ist sehr, sehr skurril. Und inwiefern da das fantastische Element in den Vordergrund rückt und wie viel Fantastik hierbei drin ist oder ob das doch mehr Thriller ist als fantastisch, ja, keine Ahnung, aber es irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen und das wird hoffentlich auch demnächst dann gelesen. Ich habe auf jeden Fall Lust dazu zu greifen im April und spätestens dann im Mai, aber eher früher als später, aber gut, das sage ich vielleicht zu allen Büchern, die hier eben einziehen und so ist ja auch eigentlich der Plan. Ja, und die nächsten beiden Bücher sind jetzt im März bei mir eingezogen, also tatsächlich nur zwei Bücher im März. Und das erste Buch ist der Auftakt einer Reihe, ich glaube einer Trilogie, einer sehr bekannten Autorin im Fantastik-, im Jugendbuchbereich. Und zwar ist das Naomi Novik mit ihrem neuen Roman Scholomance – Tödliche Lektion. Auch hier das Cover, ein echter Hingucker. Und es fässt sich auch unglaublich schön an irgendwie, obwohl gar nicht so viel zu fühlen ist, außer jetzt hier die Schrift, die so ein bisschen erhaben ist. Aber sonst so das Material finde ich einfach sehr, sehr schön. Willkommen auf der Scholomance. Die Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat. Keine Lehrer, keine Ferien, keine Freundschaft und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Arten, wieder aus der Schule herauszukommen. Die Abschlussprüfung oder den Tod. Galadriel, genannt El, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren der Scholomance. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre Mitschüler betreffen. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut El deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen. Es sei denn, sie hat keine andere Wahl. Ja, es klingt so richtig schön düster. Ich mag ja Magierschulen und hier scheint es nochmal so ein bisschen anders umgesetzt zu werden, weil ich mich frage, wie denn der Schulalltag aussieht ohne Lehrer und wie das dann vonstatten geht und ob das auch so ein Wettkampf ist, so ein bisschen ähnlich wie Panem, ob das auch vielleicht so ein bisschen brutal in das Brutale mit hineingeht und wie viel Mystik auch hier oder viel Fantastisches auch hier mit drin spielt, was die Gabe von unserer Protagonistin ist. Und ich hoffe, es ist ja nun mal ein Fantasy-Jugendbuch und in diesen spielt ja die Liebe häufig eine große Rolle. Und hier wird ja dieser mysteriöse Orion genannt, der ihr so ein bisschen auf die Nerven geht. Ich hoffe, dass sich da nicht zu sehr eine große Liebesgeschichte anbahnt. Das ist jetzt so mein einziger Kritikpunkt, wo ich eben auch so ein bisschen skeptisch war, ob ich dieses Buch wirklich mir zulegen möchte. Allerdings fand ich die Idee oder das Setting einfach so ansprechend, dass ich es einfach nochmal probieren möchte. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich dann die Reihe weiterverfolgen möchte oder nicht. Also ich habe auch schon gesehen, dass die Folgebände schon so in den Startlöchern stehen. Also da wird es sicherlich nicht lange dauern, bis die Folgebände kommen. Das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Und ja, deswegen bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, freue mich auf jeden Fall auf das Setting und hoffe einfach mal auf ein sehr geringes Liebesgedöns, wie ich das immer so schön nenne. Es ist auch ein Rezensionsexemplar von CBJ Verlag bzw. vom Bloggerportal. Das heißt, hierzu werdet ihr auch eine Videorezension zu bekommen. Und das letzte Buch ist erst vor zwei Tagen bei mir eingetroffen, ebenfalls ein Rezensionsexemplar, diesmal aus dem Manticore Verlag. Das Buch habe ich euch auch, wie auch schon Scholomance, in den Neuerscheinungen des ersten Halbjahres 2021 vorgestellt, die ich interessant finde.
Und ja, ich glaube, fast alle, die ich dort vorgestellt habe, sind tatsächlich auch bei mir eingezogen, beziehungsweise ziehen noch bei mir ein. Also da habe ich ja auch sehr, sehr explizit ausgewählt, wirklich nur die vorzustellen, die mich so extrem ansprechen, die ich mir wahrscheinlich ja anschaffen werde. Und so ist es bisher auch gekommen. Dieses Buch ist wieder was sehr Besonderes und das möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Und zwar ist es Pawson's Peak von Jörg Benne und David Stege, wird da so ausgesprochen. Jörg Benne ist der Autor dieser Geschichte und David oder David Stege ist der Illustrator. Und hierbei handelt es sich mal wieder um ein Fantasy-Spielbuch, beziehungsweise eine Mischung aus Fantasy-Spielbuch und Escape-Rätsel. Ja, beides hat ja so seine Fans. Fantasy-Spielbücher habe ich euch schon ein paar Mal vorgestellt. Das ist jetzt, glaube ich, mein viertes Fantasy-Spielbuch. Und zwar ist es so, dass du in dieser Geschichte in die Rolle des Protagonisten als Leser eben schlüpfst und dort auch Entscheidungen treffen kannst. Du hast immer wieder ja nach einem bestimmten Textblock Entscheidungsmöglichkeiten, wie die Geschichte weitergehen könnte, ob du nach links oder nach rechts gehst oder was du alles machen könntest, wie du auf die Situation reagieren könntest. Und dann sagt dir das Buch, wenn du dich so entscheidest, dann lies bitte auf Seite 141 weiter. Und dann musst du eben auch mit den Konsequenzen leben. Zwischendurch gibt es auch ab und zu mal Rätsel oder ja, du kannst auch sterben in diesem Buch und musst wieder von vorne anfangen. Du findest irgendwelche Gegenstände, die du verwenden kannst, die du aufschreiben kannst auf einem bestimmten Spielezettel. Da gibt es ganz leichte Konzepte bei diesen Spielebüchern oder auch sehr komplexe Konzepte, die man halt erstmal durchdringen muss. Aber als Einsteiger, der ich ja auch bin, ich habe ja noch nicht so viele gelesen, kriegt man das schon hin bei den Büchern, die ich bisher gelesen habe. Also ist das jetzt auch nicht so schwer. Und selbst wenn dich da irgendwas aufregt, wenn du zum Beispiel die Kämpfe nicht so gut findest, wo du dann auch würfeln musst und so weiter, dann kannst du die auch überspringen. Das wird in den meisten Spielbüchern auch angeboten. Ja, und hier ist es eben ein Spielbuch, wo auch so ein bisschen Escape Room Feeling mit reingebracht werden soll. Also wahrscheinlich noch mehr Rätsel als sonst in Spielebüchern. Und dieses Escape-Thema ist ja auch schon jetzt seit einigen Jahren total hip gewesen und wird ja auch total ausgeschlachtet. Aber ich finde es auch spannend. Also ich muss sagen, dass es für mich noch nicht ausgereizt ist, das Thema, weil man es einfach auf viele verschiedene Thematiken irgendwie ummünzen kann. Und das macht das Ganze, das Lesen, noch ein bisschen interaktiver. Das kann man vielleicht nicht immer haben, wenn man einfach nur abschalten möchte. Aber ich habe halt einfach auch die Erfahrung gemacht bei diesen Spielebüchern, ist das Ganze dadurch, dass du der Protagonist bist, ist das halt dein Abenteuer und das macht es schon irgendwie besonders. Ja, und hier das Setting ist eben ein altes Anwesen, auch wieder genau mein Thema und auch hier einmal der Klappentext. Dunkle Geheimnisse. In Pawson's Peak geht es nicht mit rechten Dingen zu. Seit Jahren hat sich niemand mehr in das alte Gemäuer gewagt. Denn noch immer ranken sich Gerüchte um den seltsamen Vorbesitzer und seinen mysteriösen Tod. In diesem Spielebuch schlüpfst du in die Rolle des Ermittlers, der den Dingen auf den Grund gehen will. Hinter jeder Tür warten Rätsel darauf gelöst und Geheimnisse darauf gelüftet zu werden. Doch bist du bereit für die Wahrheit? Ein spannender Mix aus Spielbuch und Exit Game aus der Feder von Verags Autor Jörg Benne mit Zeichnungen von David Stege. Ja, und ich habe schon gesehen, beim so ein bisschen Reinblättern, dass es hier auch eine super coole Map gibt und wahrscheinlich braucht man die auch während des Lesens, wenn man Entscheidungen trifft, in welches Zimmer man geht und wo man was findet. Und ja, bin ich sehr gespannt und freue mich schon, ja, in mein interaktives Abenteuer hineinzuschlüpfen und euch dann davon zu berichten. Das kam wunderbar, auch sehr, sehr liebevoll verpackt hier an mit ganz, ganz vielen süßen Goodies. Auch das werde ich euch dann in der Rezension nochmal einblenden, wie ich das auch bei Stille Gefährten gemacht habe. Da wurde das auch so wunderbar vom Fester Verlag, ja, liebevoll verpackt und sich Gedanken dazu gemacht. Und das finde ich immer sehr, sehr schön,
wenn das so rund abgestimmt ist. Und ja, wie gesagt, es gibt hier eben auch Illustrationen dazwischen. Ja, das waren meine Bücherneuzugänge aus den Monaten Januar, Februar und März 2021. Was ist denn bei euch bisher in den Monaten eingezogen im Jahr 2021? Seid ihr total ausgerastet jetzt auch im Lockdown, wenn man sich so ein bisschen, ja, ablenken möchte, kann man ja auch durchaus verstehen und könnte ich auch durchaus verstehen, dass man da gerne denn noch mehr zu neigt, sich ja ein schönes Gefühl zu machen, indem man Bücher kauft. Oder seid ihr da noch eiserner gewesen als ich und habt ihr wirklich nur das gekauft, was ihr direkt dann auch lesen wolltet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, als nächstes wird dann sicherlich dann auch der Lesemonat kommen und da werde ich dann zu einigen Büchern, die ich hier gezeigt habe, auch schon was ja, ausführlicher sagen können. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.